is feared by many riders. The percentages are very high. There's an attack in the group at the front. The pace is so high that a few riders are going to be very sore at the end of the day. Aha! He's trying to give his pals the slip! The pack is slowly whittling away the lead. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Only 15 kilometers left. This climb features some dreadful percentages. The guys up front aren't going to be making too many friends today. The finish line is getting close. The riders just passed the 10 kilometers road sign. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Into the last 5 kilometers. Naja, Siebter. Das dürfte eigentlich in der Gesamtwertung wohl einiges bringen. Hätte mir zwar ein bisschen mehr für die Etappe ausgerechnet, aber die haben uns ja richtig kaputt gemacht. Wir haben uns ganz schön Zeit abgenommen. Hier bin ich mal Erster. Aber das könnte sich vielleicht sogar noch drehen. Eine Bergwertung bestimmt. Die ist mittendrin.
Mal schauen, was das Team sagt. Aber die werden bestimmt sagen, ich soll auf Gesamtwertung gehen. So groß war mein Vorsprung, glaube ich, nicht. Gibt's hier irgendwie ein Klassement oder so? Drei Punkte zu dem Vorsprung und zu den Neuner. Also wenn ich hier einen Angriff abwehre, wäre die Bergwertung auf jeden Fall, also zumindest wenn jetzt hier ein Ausreißertrupp losgeht und ich dort mitgehe, wäre zumindest die Bergwertung meine. Denke ich mal. Wir könnten halt auch gucken, dass wir am Berg vielleicht dort das Feld nochmal auseinanderfällt. Hello and welcome. This morning some of the riders were carrying wide smiles. It goes without saying that it was neither the sprinters nor those who prefer the flat. Yes, it was the climbers. And the reasons were obvious. With today's conditions, the spotlight will be on them. We can see that the pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. Break away! In all probability, it won't come to much. But who knows? It's an attack! Dann lass mal das. Sich Fahrer vorne, es ist halt schwer zu sagen, was dort passiert. Viel Vorsprung haben sie, ne?
Das soll in 3 Minuten sein bis dort vorne. Team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. This climb features some dreadful percentages. Going through a very tough portion with percentages above 10%. Hey, Torres hat noch Punktgleichstand geschafft, aber egal. Wir sind ja konstant den Berg hochgefahren, ohne uns komplett fertig zu machen. Ah, Sabaton, moin moin, zurück, BB. Das ist jetzt... Warte mal, jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Stimmt, das ist die letzte Etappe von der Ehen-Krassentour. Bergtrikot jetzt gerade gesichert. Bin zwar punktgleich mit den anderen, aber das reicht mir. Gesamtwertung werden wir nicht mehr angreifen können, aber ich glaube unter die ersten Zähne, das dürfte mir jetzt keiner mehr streitig machen können. Und dann dürften wir das ja fast schon rum sein. Ich glaube, eine Rundfahrt kommt noch. Danke, danke. Es gibt halt bloß noch keine wirklichen Angebote für mich von anderen Teams. Das wundert mich. Ich wollte halt in ein größeres Team wechseln. Und da hapert es noch ein bisschen dran.